20 Hektar Grünland werden pro Tag in Österreich zugebaut. Das entspricht in etwa 30 Fußballfeldern. Gleichzeitig gibt es aber mehrere tausend Hektar leer und brach stehende Flächen. Das Institut für höhere Studien schlägt nun in einer Studie im Auftrag der Hagelversicherung vor, diese Flächen zu nützen, anstatt auf die grüne Wiese neu zu bauen. Dazu soll es konkrete finanzielle Anreize geben. Verlassene Bauernhöfe, verfallene Industriehallen und leere Wohnungen. Laut Schätzungen des Umweltbundesamts gibt es 50.000 Hektar ungenutztes Brachland in Österreich, 75.000 Fußballfelder. 30 neue Fußballfelder oder 20 Hektar werden aber jeden Tag neu bebaut. Wenn wir das hochrechnen, diese Entwicklung, dann gäbe es in 200 Jahren in Österreich keine Agrarflächen mehr. Recycling statt Neubauen empfiehlt das IHS. Finanzielle Anreize sollen das günstiger machen. Demnach sollte die öffentliche Hand 100 Millionen Euro pro Jahr an Förderungen ausgeben und das zehn Jahre lang. Das belebt die Wirtschaft, so das IHS, und schafft 2500 Arbeitsplätze.